Nachmittag. Periroden-Fans, Periroden-Mitarbeiter, Periroden-Comic-Mitarbeiter und verschiedene Zuschauer, die sich informieren möchten. Wir sprechen heute über die Periroden-Serie, die Romanserie. Großen Romanserie sagen manche, da kriege ich vom Chefredakteur Klaus Frick direkt das Mikrofon über den Kopf. Er bevorzugt den Ausdruck Heftromanserie. Es sind ja auch 1,85 Euro, das sind wie viele Groschen? Ich kann das gar nicht ausrechnen, das sind 32 Groschen oder sowas, oder 36 Groschen. Der Mann hat den Umrechnungskurs noch im Kopf. Jawohl, ein großer... Danke an die Orga für dieses wunderbare Getränk, das mir helfen wird, diesen kleinen Vortrag mit zu moderieren. Und danke an den Periroden-Chefredakteur, der in diesem Moment mein Bier öffnet. Kollegen, habt ihr das? Also, wir möchten heute ein bisschen sprechen darüber, wie man Periroden vom Heftroman in das Medium Comic überträgt. Als Heftromanserie ist Periroden eines der erfolgreichsten Produkte der Welt und die erfolgreichste und längstlebige Heftromanserie, Fortsetzungsgeschichte der Welt. Und es gab verschiedene Versuche, Periroden auch als Comic zu etablieren. Und die sind mit unterschiedlichem Erfolg ausgegangen. Und wir wollen uns heute ein bisschen angucken, warum manches geklappt hat, warum manches nicht geklappt hat und was die Schwierigkeiten bei so einem Transport in ein anderes Medium sind. Aber vorneweg ein paar Informationen, was es mit Periroden der Heftromanserie auf sich hat. Klaus, bitte. Ja, das ist gar nicht so einfach. Periroden als ein multimediales Phänomen seit fast 50 Jahren zusammenzufassen. Ich versuche es wie immer in ganz, ganz, ganz kurzen, ein wenig dürren Sätzen. 1961 startete Periroden als eine ganz klassische Heftromanserie, damals im Arthur Möwig Verlag, der ein Bestandteil des Heine Verlages in München war. Und man hatte damals vor, eine Serie zu machen, die etwa 30, vielleicht 50 Hefte lang dauern sollte. Jede Woche eine neue Fortsetzung und eine Fortsetzungsgeschichte, die damit zu tun haben sollte, dass jemand, ein amerikanischer Astronaut, zum Mond fliegt, dort auf die Außerirdischen trifft und mit Hilfe der außerirdischen Technik dann die Erde einigt. Das Ganze war eine Idee von zwei Autoren. Der eine hieß Karl Herbert Scheer, seit den späten 40er Jahren schon als Autor bekannt, und der andere war Walter Ernstinger unter dem Pseudonym Clark Dalton, ebenfalls zu den bekanntesten deutschsprachigen Science-Fiction-Autoren gehörte. Die zwei Autoren haben sich das alles ausgedacht und seit 1961 erscheint tatsächlich Woche für Woche ein Romanheft. Die Romanhefte erscheinen als Fortsetzungsgeschichte, sprich jeder Roman baut direkt auf den anderen Roman auf, und seit damals sind sage und schreibe 2511, oder sind schon 12 Romane erschienen. Jede Woche ein Roman, seit fast 50 Jahren, alles eine Fortsetzungsgeschichte und alles inhaltlich zusammenhängend. Man spricht vom Periversum, man spricht also von einem Science-Fiction-Universum, das durch Periroden dominiert wird und das seitdem quasi unendlich gepflegt, erweitert und ergänzt wird. Jo, ich habe auf unserer Präsentation noch stehen, Periroden, was es nicht alles gibt, was eine Einladung für dich ist, 2-3 Minuten zu erzählen, was es über die Heftromane hinaus noch gibt. Ja, was ich erzählt habe, war der Anfang von Periroden. Periroden im Jahr 2009. Wir haben da vorne in dem Parallelgang H815 übrigens auch unseren kleinen Messestand. Periroden ist längst viel mehr. Es gibt Taschenbücher, es gibt gebundene Ausgaben, es gibt Hörspiele, es gibt sehr erfolgreiche Hörbücher, es gibt ein Computerspiel, es gibt ein Brettspiel. Es gibt natürlich Periroden auf dieser Messe, das große Hype-Thema. Periroden gibt es längst auch als E-Book, als Download-Hörbuch und wer mag, auch als Applikation auf dem iPhone. Und natürlich gibt es Periroden seit den 60er Jahren auch als Comic. Und zwar als Comic in verschiedenen Ausprägungen, aber ich glaube, damit greife ich meinen Kollegen rechts von mir schon wieder vor. Ganz im Gegenteil, hast du eine wunderbare Überleitung geschaffen. Also, was wir gerade gehört haben, das ist natürlich nicht Werbung, das ist natürlich auch Werbung, aber im Wesentlichen soll es mal belegen, Periroden ist ein großes Phänomen, das in viele Medienkanäle hineintransportiert worden ist
eine sehr, sehr starke deutsche Unterhaltungsmarke. Etwas, was es in dieser Form eigentlich wenig anderes aus unserem Land gibt. Und wir wollen heute, da wir diesen Vortrag ja auch im Comiczentrum halten, ein bisschen über die verschiedenen Versuche sprechen, Perry Rhodan ins Comic zu transportieren. Da gibt es bis heute 5 an der Zahl, also 5, die hauptamtlich genannt werden. Es gibt noch 1, 2 andere Ableger, die nicht in die offizielle Zählung mit reinkommen. Und das ging bereits 1967 los, also gerade 6 Jahre, nachdem die Heftromanserie begonnen hat, und geht bis heute weiter. Und diese Hefte hatten wirklich sehr unterschiedliche Ansätze, wie man die Serie transportiert, und waren sehr unterschiedlich erfolgreich. Wie man allein schon oben an der Zählung sieht, dass ein Projekt bereits nach dem ersten Band gescheitert ist, ein anderes Projekt brachte es auf fast 130 Ausgaben. Das ist, schreibt man natürlich ein bisschen der Zeit zu, aber auch ein bisschen dem unterschiedlichen Ansatz. Und wir gucken uns an, was wurde gemacht, was hat geklappt, warum hat es geklappt und was hat nicht geklappt und warum. Die ersten 3 handeln wir ein bisschen schneller ab, weil die auch etwas weiter in der Vergangenheit liegen. Aber die Ansätze, die schon im 21. Jahrhundert passiert sind, da gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe. Also es begann 1967 mit der Serie Perry Rhodan im Bild, wo es allein schon vom Titel her klar war, dass es sich wirklich um einen Ableger der Romane handelt. Und es wurde so gehandhabt, dass die Romanautoren Comic-Skripte geschrieben haben, die die Romanhandlung als Comic nacherzählt haben. Das Resultat, wenn man jetzt heute, ich bin selber 1976 geboren, also doch einige Jahre, nachdem diese Serie auch wieder eingestellt wurde. Wenn man heute drauf guckt, fragt man sich ein bisschen, was ist denn damals passiert? Klaus, hak ein. Das ist natürlich nicht ganz fair, wenn man das mit dem Blick aus 2009 anschaut, dann kann man das mal. Aber 1967 gab es eine ganze Reihe von Comics, die genau in diesem Stil waren. Die illustrierten Klassiker, die die älteren Herren heute noch kennen, illustrierte Klassiker waren genau das, was man als Kind in den 60er Jahren nicht lesen durfte von den Erwachsenen aus, weil das war nämlich wertvolle Literatur für Kinder übersetzt. Und das durften wir Jugendlichen und Kinder in den 60er Jahren nicht lesen, während wir Comics mit nackten Mädels oder mit Gewalt natürlich nicht einmal im Traum auch nur anfassen durften. Insofern war Perry Rhodan im Bild absolut zeitgemäß. Okay. Nackte Mädels und Gewalt gab es damals ja auch noch gar nicht. Und erst recht nicht. Und Perry Rhodan, da brauchten wir ja dann erst die Nachfolgerserie, die sich dieses Themas mal angenommen hat. Also Perry Rhodan im Bild, ich denke aber, das kann man sagen, krankt jedenfalls aus meiner Sicht heute daran, dass die Plots sehr, sehr eng an den Heftromanen geblieben sind und es sich immer wieder zeigt, dass Dinge, die im Heftroman super funktionieren, im Comic furchtbar langweilig sind. Also es gibt Romanszenen, wo sich Leute über Seiten unterhalten können, hochspannende Verhandlungen oder Diskussionen in der Zentrale eines Raumschiffs, die sich gerade in Gefahr befindet. Wenn man das ins Comicheft überträgt, dann sieht man einfach nur seitenlang Leute, die ihre Position nicht verändern und sich unterhalten. Man sieht also Sprechblase, Sprechblase, Sprechblase und ein paar Figuren drumherum gezeichnet, aber nichts, was wirklich die visuelle Stärke des Mediums ausnutzen würde. Und daran, denke ich, kann es liegen, dass man relativ bald gesagt hat, das geht besser, wir möchten einen anderen Ansatz haben, wir können da ein bisschen mehr rausholen. Und das wurde dann genutzt, um die Serie umzuformieren und im direkten Anschluss Perry, unser Mann im All, herauszubringen. Den erfolgreichsten Versuch, Perry ins Comic zu bringen, 129 Ausgaben. Und hier wurden die Manuskriptaufträge nicht mehr von Perry Rhodan Heftromanautoren geschrieben, sondern Autoren, die speziell für die Comicserie beauftragt wurden. Es wurde auch Pavel Möwig, oder war es damals schon Pavel Möwig oder war es nur Möwig? Das war ab 1969. Da waren Pavel und Möwig noch getrennt. Pavel war damals in Rastatt und Möwig war damals noch in München. Also die Verlage waren damals noch nicht fusioniert worden. Gut, der damalige Verlag dann war ein Vorreiter, was Outsourcing angeht, kann man glaube ich nennen, und ließ nicht in Deutschland zeichnen, sondern beauftragte ein italienisches Zeichenstudio.
was dieser Serie zu einem sehr eigenen und sehr besonderen Stil verholfen hat, die Serie zu einem Klassiker bis heute macht, der sich bei Fans aus der Zeit großer Beliebtheit erfreut. Da sind allerhand Skurrilitäten passiert. Viele Dinge in den Comics lassen sich nur durch Übersetzungsfehler bei den Skripten erklären. Und es war ein sehr viel lockerer, weniger biederer Stil als das, was zuvor gelaufen war. Und wir waren ja eben schon bei dem Stichwort Sex und Gewalt. Bei beiden waren die Zeichner nicht zimperlich. Und wir sahen auf einmal barbrüstige Frauen und Menschen, denen von den bösen Außerirdischen mit bloßen Händen der Kopf abgerissen wurde. Was die Serie weniger elterntauglich machte, weniger so illustrierte Klassikermäßig, aber auf einmal eine sehr viel größere Fangemeinde anzog. Weil du vorher das Stichwort Outsourcing angesprochen hast, das lief damals komplett über eine Agentur mit Sitz in Freiburg, die nannte sich Quelle Press. Quelle Press hat damals die Skripte in Auftrag gegeben, Quelle Press hat mit Hilfe italienischer Zeichner auch die Stories in Auftrag gegeben und hinterher wurden dann fertige Seiten, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man alles mit Computer gewohnt ist, aber wir haben davon Stapel im Archiv gefunden. Man hat dann fertige Seiten an den Verlag geschickt, wo sie dann zu Druckplatten umfunktioniert und tatsächlich auch gedruckt wurden. Ich glaube, im Verlag hat es kein Redakteur gesehen, dieses Material. Das wurde direkt von der Quellepresse in die Repro geschickt. Und da ich die alten Repro-Techniker ja auch noch kennenlernen durfte, würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere Gag auch noch auf deren Kosten gegangen wäre. Gut. Also, hier passierten viele seltsame Dinge, aber das war letztlich der Grund, warum Comics für Perry Rhodan lange Zeit ein Thema waren und auch heute immer wieder noch ein Thema sind. Man muss aber sagen, nach und nach wurden die Zeichnungen, also diese ganzen wirren Dinge, wurden immer weniger. Die Serie wurde immer braver und wahrscheinlich hing es miteinander, dass die Auflage dann schwand und die Serie 1975 mitten in einer laufenden Handlung, mitten im Mehrteiler von einem Tag auf den nächsten eingestellt wurde. Und das war 1975 und danach gab es erstmal eine ganze Weile kein Perry-Comic. Wir überspringen 20 Jahre und landen im Jahre 1995 zu einem Zeitpunkt, wo Klaus Frick schon nicht mehr Perry Rhodan-Fan war, sondern Perry Rhodan-Mitarbeiter. Insofern dürftest du das Projekt von 1995 mitverfolgt haben. Ja, das Projekt habe ich mitbekommen. Das hat damals unser Lizenzpartner HJB. Insofern hat Kai euch gerade angelogen. Also es waren keine 20 Jahre Pause, sondern es waren 18 Jahre Pause. Weil ab 1992-93 begann ein kleiner Verlag namens Hans-Joachim Berndt Verlag, damals ein unpolitisches, seriöses Verlagsunternehmen, begann damit, Perry Rhodan Comics aus den 60er Jahren nachzudrucken. Und zwar haben die diese Comics nachgedruckt in Form von schicken, hochpreisigen Hardcover-Bänden. Und es lief ganz ordentlich, vor allem der Comics-Sammler und der Perry Rhodan-Sammler und fand dieses Projekt interessant genug und hat davon so viele Alben gekauft, dass dieses Projekt sich permanent fortgesetzt hat. Also Perry Rhodan als Hardcover für den Sammlermarkt war ab 92, 93 ein Thema. Dann kam die folgerichtige Idee auf, lass uns doch mal neue Perry Rhodan-Stories machen. Und man beauftragte als Texter einen Kollegen, der vorher keinerlei Comic-Erfahrung gesammelt hatte. Das war sicherlich nicht optimal im Nachhinein. Man beauftragte vor allem auch einen Comic-Zeichner, dessen Comic-Erfahrung sich auf ein einziges, wenngleich preisgekröntes Comic-Album beschränkt hat. Ich glaube, Zeichner und Autor haben sich nie getroffen. Und es haperte einiges an der Kommunikation, weil es kam ein Verlag zusammen, der noch nie einen Comic herausgebracht hat, mit einem Zeichner, der noch nie eine Auftragsarbeit gemacht hat und eher künstlerische Tätigkeiten verrichten wollte, und einem Autor, der auch noch nie Comics getextet hatte. Und was habe ich damit zu tun? Ja, ich bekam die Skripte geschickt und musste sie auf Rhodan-Tauglichkeit prüfen. Die waren Rhodan-tauglich, logisch, weil der Autor eins zu eins Dialoge aus den Romanheften übersetzt hat. Man hat also versucht, Perry Rhodan eins zu eins in den Comic zu transportieren und das Projekt hat sich dann nicht so gut verkauft, glaube ich. Ja. Das war das erwähnte Projekt, was nach dem Pilotband dann noch eingestellt wurde. Man sieht es den Bildern ein wenig an, dass der Zeichner nicht recht Lust hatte. Ich habe mal ein Panel ausgeschnitten und an die Wand geworfen. Es ist eine ordentliche Skizze.
daraus könnte man vielleicht einen schönen Comic machen? Nein. Sein erstes Album war komplett in diesem Stil und dafür hat er einen Preis kassiert. Ich glaube sogar hier auf dieser Buchmesse. Das ist erschienen bei Carlsen, wenn ich mich recht erinnere. Das Album hieß Cyclope Bertrand. War damals ganz, ganz, ganz angesagt, künstlerisch so die Art von Comics, auf die Feuilleton-Redakteure stehen, die Art von Comics, die in Comic-Museen ausgestellt werden, die Art von Comics, die natürlich kein Mensch kauft. Aber es reicht ja, wenn sie Feuilleton-Redakteure gut finden. Macht man sowas? Ich hoffe, es sind jetzt gerade keine da. Nein. Warum sollten wir einen Pressetermin machen, wenn wir hoffen, dass Feuilleton-Redakteure da sind? Zitieren die mich hoffentlich auch richtig. So. Wir haben etwas gelernt. Zeitsprung ins Jahr 2003. Unter der Ägide von Klaus Frick wird das nächste Comic-Projekt angestoßen. Natürlich mit dem Vorsatz, alles viel, viel besser zu machen und diesmal alles richtig zu machen. Was ist passiert? Also wir haben nicht alles falsch gemacht, um vielleicht mal damit anzufangen. Die Idee begann etwa 2001. Im Jahr 2001 stellte ich fest, dass hierzulande in Deutschland der Comic-Heft-Markt anfängt zu boomen und dass tatsächlich Jugendliche verstärkt Comic-Hefte wieder kaufen. Also plötzlich gab es Superman und Batman und es gab Spider-Man und ohne Ende Helden aus der zweiten, dritten, sogar aus der vierten Reihe wieder in Comic-Heften, die teilweise bei uns in Rastatt in der Druckerei gedruckt worden sind. Also Dino Verlag hat beispielsweise alles bei uns gedruckt, was dazu führt, dass ich eine wunderbare Sammlung von wertvollen Einzelheften habe, die der Dino Verlag bei uns Test gedruckt hat. Tatsache ist, dass wir uns gesagt haben, wir müssen in diesen Markt auch einsteigen. Wir wollen aber in diesen Markt mit Perironen Comics so einsteigen, dass wir ein Produkt schaffen, das hinterher auch international vermarktungsfähig ist. Also wir haben gesagt, think big, wie man neudeutsch sagt. Wir versuchen ein Projekt zu machen, das wir hinterher auch in den USA rausbringen können. Es dauerte wie immer einige Zeit, wie immer in Verlagen. Und ich erinnere mich noch gut an die Buchmesse hier in Frankfurt, als wir in der Halle der amerikanischen Verlage unterwegs waren und uns dort mit einem Comic-Agenten unterhalten haben. Dieser Comic-Agent hat uns, in diesem Fall der Autor Robert Feldhoff, der Zeichner Dirk Schulz und mir, eine Reihe von Zeichnern empfohlen. Es kam zuerst einen vorsichtigen Kontakt und wir haben uns für Karl Altstädter aus Kalifornien entschieden, der damals ein junges, aufblühendes Talent war, dessen Comics, wie wir alle fanden, richtig stark waren. Man hat übrigens nach dem Perry-Comic nie wieder was von Altstädter gehört. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Und es war von vornherein der Plan mit der Literaturagentur, dass diese Comics hinterher bei einem amerikanischen Partner entweder bei Dark Horse oder sogar bei Image auch erscheinen sollen, weil dieser Agent damals eben auch mit diesen Verlagen in Amerika gut gearbeitet hat. Langer Rede, kurzer Sinn. Einer unserer Autoren hatte die schlimme Aufgabe, ein Skript zu erstellen. Und die schlimmere Aufgabe war dann die, einen amerikanischen Zeichner, der sich in den ersten Gesprächen als komplett euphorisch erwiesen hatte, hinterher im täglichen Klein-Klein auf Rodan-Technologie und Peri-Rodan-Effekte zu trimmen. Wir wissen bis heute nicht, was mit dem los war. Er hatte auf jeden Fall, nachdem das Projekt gestartet war, das Interesse verloren, schien mir. Und es führte dann zu einer Produktionsweise, die uns häufig an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Im Nachhinein wundert es mich, dass wir diese vier Bände, die wir geplant hatten, auch wirklich herausbringen konnten. Und lizenziert wurden sie natürlich nie. Was im Nachhinein aber aufgestanden ist, ich fand das Heft gar nicht schlecht. Ich finde, das Heft erschien damals auch in einer ausreichenden Qualität. Es hat vom zeichnerischen und vom inhaltlich-textlichen her, konnte es jederzeit mithalten mit einem normalen amerikanischen, ins Deutsche übersetzte Comic-Heft. Aber natürlich hat ein Doppelband von Nightwing beispielsweise zur gleichen Zeit so viel gekostet wie ein Peri-Rodan-Comic-Heft. Sprich, der normale Comic-Leser, der potenziell anzusprechende Jugendliche, hat ihn eher lieber den Nightwing-Doppelband gekauft, bevor er sich ein Peri-Comic-Heft gekauft hat. Und so vermute ich, dass wir unter dem Strich eben es geschafft haben, die Peri-Rodan-Leser dazu zu bringen, einen Comic zu kaufen. Aber nicht die Comic-Leser dazu zu bringen, einen Peri-Comic zu kaufen. Das heißt, unsere Lizenzstrategie, die, wie ich nach wie vor finde, eigentlich ganz gut durchdacht war, wurde zu einer Einbahnstraße. So, nächster Anlauf. Nachdem der Vierteiler 2003, der die Welt erobern sollte, dann eben doch beim Vierteiler blieb, hat der Pavel Möhrig Verlag erstmal nichts mehr gemacht im Bereich Peri-Comic.
Es bleibt den Idealisten da draußen vorbehalten, Perry ins Comic zu übertragen. Davon bin ich einer. Nämlich ehemals nur Autor, mittlerweile Inhaber und Autor im Alligator-Farbverlag, der sich gesagt hat, so, es gab doch mal die erfolgreiche Perry-Comic-Serie und die möchten wir jetzt fortsetzen. Mit dem, was die Serie damals erfolgreich gemacht hat und ohne das, was die späteren Anläufe hat scheitern lassen. Das Bild ist wie immer gemischt. Man muss sagen, wir hatten von vornherein einen anderen Anspruch als der Vierteiler aus dem Jahr 2003. Sicher werde ich nichts dagegen haben, wenn mich nach dem Vortrag ein amerikanischer Agent anspricht und die Sache für den Weltmarkt lizenzieren möchte. Ich halte das bloß für unwahrscheinlich. Für ebenso unwahrscheinlich halte ich es, dass wir in Deutschland den Massenmarkt erobern und Perry Rhodan der Comic wird, der auf dem Schulhof getauscht wird und die coole angesagte Sache ist. Was wir machen, ist ein Comic, der sich an Perry Rhodan-Leser richtet und der sich an Leser aus der deutschen Comic-Szene richtet, die da neue Entwicklungen mitverfolgen. Insofern ist es ein kleiner, wesentlich kleineres Projekt als der Vierteiler von 2003. Also wir lassen überhaupt weniger Hefte drucken, als damals verkauft wurden. Dennoch würden wir unser Projekt in unserem Maßstab als erfolgreich bezeichnen, während der Vierteiler eben unter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Insofern, wir sprechen hier über einen anderen Maßstab, aber in dem passieren interessante Sachen. Der Verlag wurde gegründet mit dem hehren Ziel, die deutsche Comickultur überhaupt wieder ein bisschen zu beleben, die sich ein bisschen eingeschränkt hat auf teure, hochpreisige Alben im Laufe der letzten 20 Jahre. Mit dem Nachteil, dass die jüngeren Leser diese Alben eben nicht finanzieren können und die Lesergruppe immer älter wird. Wir hatten kein geringeres Ziel, als etwas zu liefern, was auch man vom Taschengeld bezahlen kann. Nicht 12 Euro Hardcover-Album, sondern gerne ein 3 Euro Kiosk-Heft-Album. Hat nicht ganz geklappt, es sind 5 Euro geworden, es sind jetzt keine 20 Seiten mehr, sondern es sind 64 Seiten. Das war so der Mittelweg, den wir gehen mussten, um die Comicleser, die regelmäßigen Comicleser auch anzusprechen, die einfach an ihre Alben gewöhnt sind und die ein 20 Seiten Dünndruckheft für ein bisschen unter ihrer Würde halten. Das Ganze klappt erstaunlich gut, muss man sagen. Ich habe vorhin auf das Chart geschrieben, 10 Hefte sind bereits erschienen. Ist mir später aufgefallen, eine dreiste Lüge. 8 Hefte sind bereits erschienen, 10 Hefte sind bereits geschrieben. Das Heft geht also weiter. Und wir haben da viele Dinge von dem, was wir wollten, umsetzen können. Wir arbeiten ja, fast ausschließlich mit deutschen Künstlern zusammen. Mittlerweile sind ein Schweizer dazugekommen, aber europäische Künstler. Dennoch mainstreamig genug, um für den Massenmarkt zu funktionieren. Und wir haben durch den ganzen Ansatz sehr viele gute, etablierte Zeichner aus der deutschen Comic-Szene dafür interessieren können, was wir machen. Wir haben also immer eine Perry Rhodan Hauptgeschichte von 20 Seiten am Anfang, 20, 21 Seiten und dann viele Kurzgeschichten aus dem Perry Rhodan Universum, was vielen Zeichnern die Möglichkeit gibt, mal etwas mit 6, 8 Seiten zu machen. Keine richtig zeitraubende, lange Arbeit, eben kein ganzes Album, sondern eine Kurzgeschichte, mit der man mal bei uns präsent sein kann. Und da haben viele Leute auch großes Interesse dran. Also Lasker Comics hatten wir gerade in der letzten Ausgabe dabei, relativ bekannter Name im deutschen Markt. Stefan Hagenow arbeitet regelmäßig mit. Also es ist ein kleines Magazin geworden, was in der Comic-Szene auch Rang und Namen hat und was natürlich bei den Perry Rhodan-Fans auch seine Leser hat. Und das erreichen wir auch mit einer interessanten Mischung, dass bei uns Perry Rhodan-Kenner und absolute Perry Rhodan-Banausen gemeinsam arbeiten. Die Beobachtung ist, die Perry Rhodan-Banausen bringen die skurrilen Ideen da rein, die das Comic besonders machen, wo der Kenner des Universums nicht drauf käme. Der Kenner bremst die Banausen dann ein bisschen aus und sagt, sorry, das funktioniert so nicht, aber die Idee ist gut, wenn wir das ein bisschen anders machen, dann kriegen wir richtig neue, spannende Ansätze hin. Und die Verkaufszahlen klettern von Ausgabe zu Ausgabe. Das heißt, noch habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass wir das Projekt irgendwann in den Bereich kriegen, wo es sich wirklich rentiert und wo die hehren Ziele, die wir am Anfang hatten, wieder Comics in Deutschland populär zu machen, auch bei den Leuten, die sich nicht die regelmäßigen, die sich nicht die teuren Hardcover-Alben leisten können.
habe ich immer noch nicht ganz aufgegeben, dass wir dieses dann irgendwann einmal schaffen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. So. Etwas weiteres, was die Comics, glaube ich, ein bisschen dem Medium näher bringt als die vorherigen Ansätze, ist, dass wir nicht mehr in der Art und Weise arbeiten, dass ein Autor ein Skript schafft, das dann in den Zeichner geht und der Zeichner malt dann, was der Autor vorher geschrieben hat, sondern dass wir die ganze Zeit ja kollegial arbeiten. Das Autorenteam entwirft ein Treatment, das geht an die Zeichner, die kommentieren erstmal, machen ihre Entwürfe, die Autoren gehen nochmal drüber und das Ganze wächst so langsam dann zum Kunstwerk heran, an dem die Autorenseite und die visuelle Seite beide parallel arbeiten. Das schlägt sich auch einfach in der Qualität als Comic wieder. Es wird dem Medium mehr gerecht. Und ja, auch da haben wir einen Stil erreicht, der uns mittlerweile sehr gefällt. Das Ganze wurde als Verfahren erfunden von Marvel in den 60ern. Und wir haben immerhin damit tatsächlich den Weltmarkt erobert. Mal gucken, ob uns das auch gelingt. Dieses waren die Dinge, die wir erzählen wollten. Wir sind für Fragen da. Im Anschluss an den Vortrag wird Till Felix, der das Layout für die Hefte macht und verschiedene eigene Geschichten auch schon veröffentlicht hat, Perry Comics signieren. Dort, ich glaube, an Tisch 7. Rudi Martens sollte auch signieren, der hat leider wegen Krankheit absagen müssen heute. Und ja, wir stehen zur Frage für Verfügung. Perry-Abos kann man abschließen auf perry-comic.de. Bitte. Zum Ersten, zum Zweiten. Normalerweise soll man vor so einem Vortrag ein, zwei Leute platzieren, die erste Frage stellen. Das haben wir verabsäumt, weil wir gerade erst von der Autobahn runtergekommen sind. Insofern, zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Danke sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.